bin durstig. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als könnte ich... Die Welt erobern! Sieh mal, Hogi, ein Hamster! Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl nochmal zurück zum Tollhaus. LucasArts Entertainment Company präsentiert Day of the Tentacle. Geschrieben und Design von Dave Grossman und Tim Schaffer. Programmierer, ganz viele Leute und darunter Gwen Musem, blablabla. Genau der. Leitender Künstler Peter Chan, Animation Larry, blablabla. Peter Chan, Larry Ahern, Animation Techniker, um Gottes Willen geht das schnell. Musik. Clint, irgendwer. Genau. Cheftester Joe, Captain Tips. Leighton Chu, Dan Connors, Wayne Klein, Mark Catwright, Matthew Forbush. Ganz viele Leute. Hilfe. Stimmen produziert von Timon Barra. Story von Dave Grossman, Tim Schafer, Ron Gilbert und Gary Winnick. Basiert auf Charakteren von Ron Gilbert und Gary Winnick. Produziert und geleitet von Tim Schafer und Dave Grossman. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Tja, das ist eine gute Frage und damit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play und zwar Day of the Tentacle. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist ein kleines Let's Retro und das Ganze spiele ich auf der Scum VM. Und in der Art habe ich vor, demnächst ein bisschen was öfter zu machen, auch Monkey Island und Konsorten werden da wahrscheinlich kommen. Und ich hoffe mal, es ist jetzt nicht zu laut. Ich habe jetzt alles so ein bisschen eingestellt und ich bin total aufgeregt. Ah! Weil ich liebe solche Spiele. Ich liebe sie einfach. Wir gehen erstmal zur Tür. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Aber da ist ja der Ausgang. Laverne kümmert sich um diesen Bereich. Okay. Öffne Tür.
Was haben wir denn hier? Schau. Geschlossen. Geschlossen. Benutze Schublade. Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Nimm Tippex. Nimm mit. Sind's hier noch irgendwas? Nimm Schublade. Nein. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ach klar. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Ha! Dr. Fred hat nicht einen Pfennig. Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Sogar 110 würde sich nicht um dieses Problem kümmern. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Oh. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. So ein Scheiß. Besser nicht. Besser nicht. Was ist hier? Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Besser nicht. Na doch. Das will ich nicht. Aha. Der Safe ist geschlossen. Dann öffne ihn. Ich kenne die Kombination nicht. Das ist schlecht. Besser nicht. Was ist denn? Benutze Textbuch. Besser nicht. Benutze Textbuch mit Tipp X. Besser nicht. Besser nicht. Okay. Besser nicht. Dann eben nicht. Familienfotos, Schublade, dann haben wir hier eigentlich soweit alles. So können wir hier gerade nichts mehr machen. Nimm Kalender. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Ah. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. 1952. Nimm Groschen. Ah. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Immer alles mit kombinieren und favorisieren und was? Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Okay. Check die Pflanze. Ein gartenbaulicher Albtraum. Besser nicht. Hm. Sieht so aus, als käme es aus einem örtlichen Haushaltswarenladen. Zettelständer. Besser nicht. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Ja, das ist besser. Besser nicht. Puh, was hier alles gibt. Ich muss da erstmal drauf klarkommen. Okay. Nett. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Es klebt am Boden fest. Besser nicht. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Ja. Es klebt am Boden fest. Ja. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Ja, doch. Besser nicht. Besser nicht. Okay. Nett. Bling! Okay. Aber da hat sich jetzt auch nicht so wirklich getan. Nett. Hoagie sieht hier schon nach dem Rechten. Okay, dann haben wir ja nur noch die Pendeluhr eigentlich, ne? Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Eigentlich schon. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere, eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard.
Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. Warte! Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Das ist alles deine Schuld, Bernard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Das macht ja Hoffnung. So weit, so gut. Das war die beste Beleidigung, du neugieriger Milchtoast. Bernard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Oh, wir Gott, werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Ups. Oh, oh. Das ist sowieso das Beste. Oh Gott. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hogi und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen? Wo soll Hogi denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Pläne? Wie sollen wir Hogi denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Das sind doch klare Ansagen. Und damit sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich kann hier gerade mal speichern. No. Ah, F5, genau. F5 machen wir hier mal Save 1 überschreiben. Save. Haben wir gesaved? Ach, wir machen es nochmal. Komm, hier. Okay. Haben wir gesaved und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin.